So, mein Name ist MeldShade und heute wollen wir rausfinden, ob und wann es neue Inhalte für Battlefield 4 geben wird. Am 11.03.2016 haben wir allerdings mitbekommen, dass die CCE für Battlefield 4 offiziell eingestellt wurde. Yep, das ist richtig. Es wird keine weiteren CCE-Updates mehr geben. Nun, das Video wollte ich vor ein paar Tagen machen und da war das noch nicht bekannt. Ich war eigentlich der Meinung und Ansicht, dass es wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich, neue Inhalte für Battlefield 4 geben wird, denn wir haben ja auch noch zwei weitere Nachtkarten in der CTE gesehen, die eigentlich so gut wie fertig waren. Die Rede ist natürlich von Golmud Railway und Siege of Shanghai, beide in der Nachtversion selbstverständlich. Die CTE bekommt also keine weiteren Updates, also was passiert nun mit diesen fast fertigen Karten? Meine Vermutung wäre, dass wir diese beiden Karten irgendwann in der nächsten Zukunft, aber nicht sehr weit entfernt, erhalten werden. Ob und wann diese Karten wirklich erscheinen, das kann aktuell eigentlich keiner sagen. Das ist wie gesagt nur meine Vermutung, aber wenn man ganz mutig ist, dann kann man wirklich auf einen sehr zeitnahen Release von weiteren Inhalten spekulieren. Es gab auch vor einiger Zeit einen Battlefield-Tweet, in dem gesagt wurde, dass es keine weiteren DLCs geben wird. In diesem Tweet wurde allerdings nur gesagt, dass es zu dieser Zeit keine Informationen gibt, die man preisgeben kann. Es wurde nicht gesagt, wann es neue Informationen gibt, ob es überhaupt Informationen gibt oder dass es für einen bestimmten Zeitraum keine weiteren Informationen geben wird. Aktuell gibt es leider keine weiteren Informationen dazu, aber wir wissen, dass es bald weitergeht. Das war also der Stand vor ein paar Tagen. Mittlerweile wissen wir von Julian auf Twitter, einem der DICE LA Entwickler, dass es wirklich nicht in der CTE weitergeht. Allerdings beantwortet das die erste Frage nicht, denn wird es jetzt neue Inhalte geben oder nicht? Inhalte für die CTE? Nein, Inhalte für Retail? Vielleicht. Julian hat schon einiges auf Twitter angekündigt, natürlich nicht genau was und wann es kommen wird, aber wir wissen auch schon, dass es oftmals eine rechtliche Sache ist, wenn es darum geht, etwas anzukündigen, was neue Inhalte betrifft. Viele Sachen müssen dabei bedacht werden, denn weitere DLCs wird es ja nicht geben. Zumindest keine, die man im Laden oder so kaufen kann. Stattdessen wurde an kostenlosen Inhalten gearbeitet, so wie wir es auch schon bei den Nachtkarten, beziehungsweise der einen, also Sabot, der Community-Karte und auch bei Dragon Valley Remake gesehen haben. All diese Dinge gab es kostenlos. Bei Dragon Valley war es zum Beispiel auch so, dass es recht plötzlich rauskam, ohne dass wir davor etwas Konkretes darüber wussten. Es könnte also auch wieder hier so sein, dass die weiteren zwei Nachtkarten einfach plötzlich so auf den Markt gehauen werden, ohne dass davor groß drüber geredet wird. Das wäre meine Vermutung und ehrlich gesagt hoffe ich das auch, denn die beiden Karten waren wie gesagt fast fertig. Es wäre eigentlich zu schade, wenn man sie einfach wegwirft. Auch wenn die CTE nicht weitergeführt wird, muss man an der Stelle auch sagen, dass das, was in der CTE gemacht wurde, von DICE LA wirklich ein Riesenlob verdient. Das ist wirklich extrem, was dort angestellt wurde. Alle Patches, die wir kannten, kennen, wie auch immer, den ganzen DLC kam, eigentlich fast alles von Battlefield 4, was irgendwie positiv in Erinnerung steht, zumindest bei mir, kommt von DICE LA. Und naja, das muss man denen schon echt mal anerkennen. Julian und seine Crew, kann man so sagen, die haben wirklich ganz schön viel gemacht. Auch in puncto Easter Eggs haben sie bei der Dragon Valley Karte natürlich nicht gezögert und haben das riesige Ding zur DICE LA Tarnung gemacht. Ob man die DICE LA Tarnung nun mag oder nicht, hoffen wir mal, dass noch ein bisschen was gebalanced wird, denn aktuell ist sie ja noch so ein bisschen, naja, viele sagen overpowered. Ich habe da nicht so viel zu sagen, denn meistens irgendwie sehe ich niemanden damit, also von dem her kann ich es schlecht beurteilen, ob sie wirklich im normalen Gameplay overpowered ist. Aber hey, vielleicht sehe ich die Gegner auch nur nicht, weil sie ja eigentlich overpowered ist. Overpowered oder nicht, das ist mal dahingestellt. Fest steht auf jeden Fall, dass DICE LA wirklich coole Sachen gemacht hat mit der CTE und ich hoffe auch, dass weitere Inhalte für Battlefield 4 kommen. Habt ihr die Battlefield 4 CTE aktiv gespielt und was sagt ihr denn dazu, dass es jetzt keine weiteren Updates mehr für die CTE geben wird? Ich bin auf jeden Fall gespannt, was die Zukunft bringt, denn ich bin mir fast sicher, dass es auf jeden Fall noch was Neues für Battlefield 4 geben wird, denn bis zum nächsten Battlefield ist ja noch ein ganzes Stückchen hin und bis dahin könnten wir gerne noch ein bisschen was bekommen und zufälligerweise bieten sich da auf jeden Fall zwei Nachtkarten an. Also dann Leute, das war auch erstmal so das Schlusswort, denn mehr kann man nicht sagen. Ich lasse das ein bisschen offen stehen hier. Ich hoffe, dass wie gesagt was Neues kommt. Ich weiß aber nicht, ob es wirklich der Fall sein wird. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.